So. Shotgun. Achso, um nochmal drauf einzugehen, wieso campen wir nicht in dem größeren Raum hier? Da hätten wir eigentlich mehr Platz. Im Startraum, das Problem ist, dass der Start Alex so artig viele Fenster hat. Verdammt! Ja. Das lohnt sich. Auch. Hier hinten sind es nur zwei, beziehungsweise drei Fenster, zwei Fenster und ein Loch. Das geht besser zu deffen als fünf Fenster. Mir. So, dann ziehe ich mal kurz eine Ray. Sieht mittlerweile nichts mehr. Eigentlich wäre ein MG und eine Raygun ideal. Ah, ich habe so ein Pseudo-MG. Die FMG 42, oder wie heißt sie? Die Deployable FG 42. Und FG. Magnum. Ich hol mir mal was zu trinken. Und eine Sword of Double Barrel Shotgun, das gibt's ja nicht. Ah, oh, ja. Eine Magnum. Hey! So. Kisten kaufen. Ne Sniper. Kisten kaufen macht schön. Kisten kaufen macht schön. Kisten kaufen macht sexy. Zombie-Modus. Jetzt kauf doch mal. Das gibt's ja nicht, die dritte Magnum aus 5-mal Kiste. Jetzt wollte ich schon fast was sagen. Ja, komm schon! Ich brauch kein SG-44. Jetzt hab ich 2 MGs. Ist doch nice. Lass einen kleinen Matze hin, der glaube ich noch nicht so viel sind. Nein, den Flammenwerfer nehme ich nicht. So. Die also Trenchgun ist nicht so sinnvoll. In höheren Runden ist die Trenchgun auf alle Fälle nicht sinnvoll. Es hält sich in Grenzen. Wenn man die upgraden kann. Okay, ja, schon wieder. Ja, dann ist sie geil. Mit den lilanen Schüssen, weißt du? Mit den Schüssen aus Element 115. Aber dazu später in der Story mehr. Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Intro. Das ist eine schöne Karte. Eine schöne Karte. Zu erklären. Eine schöne Karte, vier stupide Marines, die nur am Dauerholzen sind. Ein Haufen Zombies. So verrecken. Ja, irgendwann. Es gibt Raygun! Dieses Spiel durchzugehen. Ich habe wieder Punkte gesammelt, ich kann noch einmal gehen. So! Hennis! Rechtschreib wieder sehen, hier, Newman. Leg dich an die Kiste hinten und lies, was da steht. Ich hab schon gesehen, ich hab schon vorher mal drauf geschaut. Verdammte Scheiße, deutsches Wehrmacht! Ich baller das S weg, warte. Jawohl. Du ersetzt es durch deutsche Wehrmacht, so gehört sich's. Das müssen wir schon auf der Map Rechtschreibfehler verbessern. Rapper-Nazi. Lol. So, wir sind fertig. No. Lass mich nochmal ziehen, ich brauche noch ein volles MG. Das wäre ganz schön. Ich hab auch okay, den nehme ich auch. Fertig. Kann ich damit Leute töten? Ich weiß nicht. Klein Matze, bleib mal stehen. Bah! Ja, da, komm, MG42, Fabi. Ja, komm, dann lass mich noch einmal damit schießen. So, lass mich nochmal. Ich will jetzt. Verdammt! Raygun. Ich hab Hakenkreuz in die Wand geballert. Ach, komm schon! Fail. Nein, nicht um alles in der Welt. Tut mir leid, aber dabei bleibt. bei der Challenge nehme ich das. Fuck, bei World at War kann man noch nicht über die Zombies drüber springen. Nein, das Jungs. Geht in World at War nicht. Das geht auch immer fertig. Glaube ich nicht. Es geht aber in Black Ops 2, oder? Ich hin OP, die ihr so lange. Messerkreis. Oh, Messerkreis, Hundi. Freiwills Hundi. Ich erinnere mich an das Video, das war schon cool. Es gibt's immer noch. Ja. Auf unserem Clan-Channel sogar. Wie viele Klicks hat das eigentlich inzwischen? Ich glaube weniger als mein Slender-Let's Play. Ja, das ist aber auch episch. Beides hat glaube ich schon 145 Aufrufe oder so. Das ist episch. Sei Masse, gibt's eigentlich unser Dings, unser... Gibt es noch. Was gibt's? Das gibt's noch. Ich weiß, was du meinst, unser Let's Fail, hochexplosiv, Modern Warfare 2. Ja, von wegen Let's Fail. Juggernaut. Ja, wir haben... Das war Let's Win, Matze. Natürlich war es Let's Win, aber wieso bin ich eigentlich hier oben? Kommt's mal runter. Weil du leicht geistesgestört bist. Nee, weil ich am Labern bin. Minimal. Ja, das war Let's Win, ich weiß, aber ich konnte nicht gut spielen, aus dem Grund, weil ich an einem fremden PC saß und mit der Maus nicht klargekommen bin. Lalalala. Bei was? Ich weiß noch, Aufnahme, für die Sommerlans oder Osterlans.
Da habe ich immer mit Sebi an einem PC mit zwei Mäusen gespielt und dann haben wir immer irgendeine Waffe mit Taktikmesser genommen und sind rumgerannt wie irgend so ein harter Knife-Noob und das war echt lustig. Das habe ich auch mal mit ihm gemacht. Das ist echt lustig. Das müsst ihr auch mal machen. Ihr müsst COD oder irgendeinen Shooter online spielen und an einem PC zwei Mäuse hängen und dann ist Game zocken. Das ist mega witzig. Oder einer macht die Tastatur, einer die Maus und dann voll rumskillen. Endlich! Wo ist der Kill? Kommt mir gerade so. Das heißt, ich kann mir die Ammo eigentlich sparen. An sich? Ich habe auch übrigens keine Ahnung, wie lange die Aufnahme-Session jetzt wird. Es werden schon ein paar Folgen. Ja, ich schätze mal, auf 4-5 Folgen werden es werden. Ja. Reicht nicht. Nicht? Ist noch keine Dreiviertelstunde? Stunde immer nicht. Ja, keine Ahnung. Egal, so viel Folgen ist halt auch immer werden. Ja, ich habe die Konfi auf dem zweiten Bildschirm mitlaufen, wir haben vorher schon ein bisschen telefoniert und der zeigt jetzt 1 Stunde 20 Minuten an. Ah, lass mich in Ruhe! Ja, aber wir haben erst später angefangen. Ja, meine ich mir. Also Stunde haben wir jetzt schon. Sicher? Ja. Oh, Moment mal. Ach stimmt, ich habe nochmal neu angerufen, stimmt. Ja, könnt. Ah! Hallo? Ja, Jungs? Ich beeil mich ja! Jungs? Na komm her. Lebe! Nein! Lebe! Oh fuck! Danke! Jungs! Er hat dich doch! Massaker! Dafür hatten wir die Raygun. Ja, vielleicht. Fuck! Ich hoffe, dass mein Speicherplatz reicht, so nebenbei erwähnt. Meiner reicht! Was das reicht auch! Ja, meine reicht auf jeden Fall. Wie viel hat es denn frei? 1,8 Terabyte. Ich hatte 2 Terabyte frei, ich meine aber Fabi. 50 Terabyte, nein, Gigabyte leider. 1 Petabyte. Ja, 50 Gigabyte plus. 150. Das ist toll. So, ja, das reicht. So, so grafisch ist die Grafik. CODBAW nicht. Dass das so viel Speicherplatz brauchen würde. Noch ist die Zahl auch rot, im Gegensatz zu Left 4 Dead, wo ich es mehrmals probiert habe und dann irgendwann, obwohl noch 60 GB frei sind, schaltet sich. Alter, die Browning geht ab wie Schnitzel einfach nur. Das MG42 geht mehr ab. Hat einfach so eine höhere Feuerrate. Nur Schnitzel. Wenn man nur die Tonspur hochladen würde, ich glaube, die Leute werden uns für verrückt erklären. Findest du? Ah Gott, oh Gott, oh Gott, hinter mir. Der kam aus dem Loch. Alter, Runde 16 und wir neigen uns nicht dem Ende entgegen. Nein, aber überhaupt gar nicht. Das ist aber nur sowas von entspannt. Die Runde. Ja, ich meine, die Runde geht keine Bossgegner hat, Matze. Ja, im Realism-Mod gibt's ja auch Boss-Gegner, Boss-Zombies. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Runden Realism-Mod noch spielen. Also, endlich ist die Runde mal einfließen lassen. Ich glaube, ernsthaft, jetzt wo wir schon so viel über den Realism-Mod gequatscht haben, sollten wir den auch mal zeigen später mal. Als Special. Dringendst. Alter, schon wieder die M1A1, ich tag jetzt dann gleich aus. Ich muss auch sagen, ich habe ja persönlich den Realism-Mod, zumindest die Icons... Gewehr 43, schon wieder so ein Volksfestgewehr. Die Icons habe ich... Dass ich dich unterbreche, aber ich tick gerade völlig aus. Flammenwerfer! Ich kann das nicht. Ja, jetzt hör doch mal an, mich anzuzünden, das geht nämlich. Schmerzen! Springfield! Kenn dich! Ganz ehrlich, kenn dich! Eine Waffe ziehen, dann spreng ich mich selbst. PTRS 41, was geht eigentlich mit euch verkehrt? Quickscope ich halt wieder. Ah, ich hab gedacht, du willst dich sprengen. Oh, das ist schön. Leute, wo kommt denn der ganze Dreck hier her? Double Points! Oh! Oh, und Max Ammo dabei. Zwei mit einem Quickscope erledigt in der Runde. Das war's. Ich wurde einfach ein automatisches Scoped Car. Fick dich! Los, töte dich! Töte dich einfach, bitte! Ein Quotensuizid muss dabei sein. Was?
Das Quotensuizid. Einer stirbt immer. Bisschen Schwund gehört dazu. Jetzt aber mal was Gescheites. Ah. Alter, ne Panzerschreck. Oder wenn man Mathelehrer aus der 7. Klasse bei Ausflügen plus minus 1 ist okay. Ach ja. Ich bin so allergisch auf das Wort Mathelehrer. Wieso? Ich bin allergisch auf das Wort Mathe. Ne, das ist nicht das Problem. Meine Mathelehrerin dieses Jahr ist auch vollends in Ordnung. Aber ich bin allergisch auf meinen Mathelehrer letztes Jahr. Das ich bin auf meine, allergisch auf meine Mathelehrer, auf meine Mathelehrerin dieses Jahr. Nicht Spaß. Falls sie es jetzt sieht, das war bloß ein Spaß. Falls sie es nicht sieht, das meint sie ernst. Freut euch auf Mathe im Studium, es wird Alter, spiele einem 1 Garant, was ist denn los eigentlich? Hier, fick dich, hier, ja. Alter, mit der, ich baller 3 Magazine drauf, da stecke ich ihm das Ding lieber in den Arsch, ich glaube, das macht mehr Schaden. Ich mach mal eine kleine Kiste drunter, ich hab 20. Oh, fuck, Insta ist vorbei. Ja. Ach. Da brennt was. Ja. Oh, da war Land dabei. Da war gescheit Land dabei. War. Alter, war die Bremsspur hier. Was? Was? Ist klar. Nein! Komm schon. Wieso krieg ich nur so Bullshit-Waffen? Ah. Beschwer dich bitte mal nicht über Bullshit-Waffen. Der König hat Hey, M1A1 ja. Carbine, ja? Alter, darf schon wieder eine Scoped Car! Hinten kommen sie durch, nur so zur Info, Fabian, wissen das kurz? Hm? Ja, voll MG42, wie sich's gehört. Hilfe! Hilfe! Granate! Komm schon! Waschflame-Stromkerne? Was? Wasch da los, Waschflame-Stromkerne? Oh, Scheiße. Ja, man das Trommelmagazin am Start und jetzt durch da. Draufhalten, was geht. Oh Mann. Schon wieder eine M1 Carbine. Was? M1A1 Carbine. Bullshit. Wenn es jetzt eine Wunderwaffe geben würde. Browning, hey. Ich würde gerne endlich eine Raygun haben. Niemals. Ich will die auch herzeigen. Also so ich in... Ich habe zu viele Punkte. Alter. Ich habe keinerlei Muni mehr. Alles. Alter, ja, ich geh jetzt gleich vor, steig aus dem Fenster raus, setz mich in den Truck und fahr in die nächste Karte. Ich mag meine upgraden. Das wäre aber die überübernächste. Ist egal, da muss Sprit drin sein. Oh, fucking M1. Ja, wir sind jetzt hier. Oh mein Gott, Runde 18, Leute. Oh Gott, wo sind wir eigentlich? Ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht. Ich glaube, wir sind hier. Wir brechen irgendwo unseren Rekord, wir brechen unseren Rekord. Ah, freut mich zu früh. Ich glaube, von der Location hier sind wir irgendwo in Japan. Glaube ich. Das ist auf alle Fälle ein Häuschen. Also, dieses Haus, wo wir uns befinden, ist ein Teil einer Multiplayer-Karte von Call of Duty World at War. Der Zombie-Modus war ursprünglich eigentlich nur ein klitzekleiner Test vom Entwickler Treyarch, ob das bei den Fans ankommt. Und glaub mir, ja, dieser Zombie-Mode ist so cool gemacht einfach. Oh, und ich entliebe. Ich glaube, die Multiplayer-Karte ist in Japan angesiedelt. Und ja, ich weiß, warum ich das MG42 weggelegt habe. Ich habe noch die Browning hinten. Und ich krieg's auch sofort wieder mit voller Muni. Schön. Nice. Raygun, komm schon! Ah!